Grüß dich, lieber Harmonika-Freund. Es freut mich sehr, dass ich dich zu meinem ersten Lernvideo begrüßen darf. Heute lernen wir zusammen die Enstalopolka. Die Enstalopolka ist ein Stück für Anfänger, das wahrscheinlich fast jeder Harmonikaspieler schon einmal gespielt hat. Sie hat insgesamt einen Teil. Und später kann man dann diesen Teil auch in verschiedenen Reihen spielen. Ich zeige dir das Stück in der zweiten Reihe. Fangen wir gleich mit der Melodie an. Wir legen unseren Ringfinger zum Gleichton der zweiten Reihe und starten mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger oberhalb des Gleichtones. Das sind die großen zwei. Auf Druck starten wir. Dann kommen die mittleren zwei. Das ist der Mittelfinger und der Ringfinger. Dann wechseln wir wieder zu den großen zwei und wir gehen auf Zug und spielen diese zweimal. Und jetzt rutschen wir mit den großen zwei eins zum Kopf. Dann kommen die mittleren zwei, der Mittelfinger ist jetzt beim Gleichton und die spielen wir auch zweimal. Dann kommt der Kreuzgriff, das ist der Zeigefinger und der kleine Finger. Und auf Druck haben wir wieder die mittleren zwei, die spielen wir zweimal, jetzt ist der Ringfinger am Gleichton. Und großen Zweier. Das ist bereits die Hälfte der ganzen Melodie. Wir machen jetzt das Ganze nochmal von vorne und zählen bei den langen Noten 1, 2 mit. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann geht es weiter wie von vorne. 1, 2, 1, 2, Zug. 1, 2. Achtung, und jetzt nach dem Kreuzgriff, der ist beim Schluss jetzt kurz, kommt noch einmal die mittleren zwei. Und dann auf Druck kommt zu den mittleren zwei noch der Zeigefinger dazu. Diese drei Finger spielen wir jetzt dreimal. Es ändert sich nach der Hälfte eigentlich nur auf Zug, dass wir nach dem Kreuzgriff noch einmal die mittleren zwei spielen und dann auf Druck Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger dreimal spielen. Das wäre die Melodie von der Enstalopolka. Pausiere jetzt das Video und übe die Melodie gründlich. Kommen wir nun zum Bass. Wir haben ja fleißig 1, 2 mitgezählt und genau bei den Noten brauchen wir dann zwei Bässe. Grundsätzlich brauchen wir den Bass der zweiten Reihe, den Ringfinger, ich sage dazu gern den unteren, dann den Mittelfinger, das ist die Mitte, den oberen, das ist der Zeigefinger und wieder den Mittelfinger, die Mitte. Das wäre auf Druck. Und auf Zug fangen wir mit dem Zeigefinger an, die Mitte, den unteren Bass und wieder die Mitte. Mit der Melodie sieht das jetzt so aus. Der erste Ton und der zweite Ton haben jeweils zwei Bässe.
Auf Zug haben die ersten beiden Töne einen Bass und der dritte Ton zwei Bässe. Dann wieder einen Bass, die ersten zwei Töne und der dritte wieder zwei Bässe. Auf Druck das gleiche. Dann geht's weiter wie von vorne. Und jetzt hat jeder Melodieton einen Basston. Jetzt kommt statt der Mitte der obere Bass und jetzt der untere Bass und die Mitte gemeinsam. Das ist zum Beispiel ein typischer Schlusslauf beim Bass. Unterer Bass, oberer Bass und der untere Bass mit der Mitte. Noch einmal. Ich spiele dir jetzt noch einmal die Enstaler Polka ganz langsam vor. Du kannst diese Gelegenheit nutzen und mitspielen mit mir. 1, 2. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung von dir freuen. Schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare und ob ich weiter Lernvideos machen soll. Viel Freude am Musizieren und bis bald. Liebe Grüße.